Ihr wolltet Buchtipps von mir haben. Das beschränke ich jetzt mal auf die letzten 3 Jahre. Da gibt es 4 Bücher, die ich nennen werde. Das ist Peter Weiß, Die Ästhetik des Widerstands. Das ist Huvernaux, Haut und Knochen. Das ist das Leben des Antoine B. Und das ist Perec, Die Dinge. Das sind meine Buchtipps, die unkommentiert bleiben, die jeder selbst rausfinden muss. Eins ist lang, das hat 1000 Seiten, der Peter Weiß hat 1000 Seiten, das ist ein Schmöker für die, ein Kopfbuch, was für ein Kopf, Kopfstimulation. Sind alles Kopfbücher, sind alles Bücher, die die Gesellschaft erklären, sind Erwachsenenbücher, sind keine Kinderromane, die irgendwelchen amerikanischen Pseudo-Stories erzählen. Nee, da wird die Gesellschaft analysiert. Dann würde ich sogar noch Rückkehr nach Reims dazu nehmen, wobei Rückkehr nach Reims eigentlich ein epigonales Werk ist. Antoine B. entdeckt habe, habe ich gemerkt, dass der von dem abgeschrieben hat. Dass Antoine B. viel besser ist als Rückkehr nach Reims. Das muss ich so als bitteren Wermutstropfen leider noch mitgeben, obwohl Rückkehr nach Reims ein tolles Buch ist. Wenn man Rückkehr nach Reims als erstes liest, denkt man, wow, was für ein tolles Buch. Wenn man dann so ein halbes Jahr später Antoine B. liest, denkt man, ganz gutes Buch, aber das Original ist besser. So.